Das Licht, das Schatten lehrt, von Tina Brenneisen, erzählt die tragische Geschichte von Tini und Fritzemann, die bei der Geburt völlig unvorbereitet ihr Kind verlieren. Mit dem Verlust ihres Kindes beginnt für Tini und Fritzemann ein Leben im Konjunktiv. Es ist ein Schock, eine Unerhörtheit, eine Ohnmacht, die nicht mehr wegzudenken ist. Es ist eine Frage von Gerechtigkeit, von Strafe, von Sühne. Eine komplette Überforderung, sowohl von ihnen wie auch vom Umfeld, das nicht weiß, wie damit umzugehen ist und dementsprechend sich eher zurückzieht, worauf sich das Paar noch stärker isoliert. Tina Brenneisen erzählt diese Geschichte schonungslos, offen, wahnsinnig eindrücklich. Es ist ein Buch, das mich irrsinnig berührt hat und immer noch berührt. Und was ich auch wahnsinnig bemerkenswert finde, ist, wie sie das macht, wie sie erzählt. Es erzeugt eine Unmittelbarkeit. Man fühlt in diesen Szenen, man fühlt mit diesen Menschen. Und trotzdem ist das Buch wahnsinnig reflektiert gebaut. Es ist die Verarbeitung dieser Geschichte für Sie, aber auch für uns LeserInnen, ist sie so konstruiert und gebaut, und das ist auch spürbar, dass diese Prozesse aufgezeigt werden. Das heißt, es findet eine Reflexion statt. Es muss eine Reflexion stattfinden, dass man ein Buch überhaupt in dieser Form so machen kann. Was mich persönlich auch sehr beeindruckt, ist in dieser Dringlichkeit im Umgang mit Traumata, sowohl für Personen, die ein Trauma erleben, wie auch für Menschen in ihrem Umfeld. Und das kann uns dieses Buch zeigen, ist eine Form von Umgang, den man vielleicht finden kann mit so einer Thematik, und das es nicht gelingt, nicht gelingen kann, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, sondern dass, wenn es eine Möglichkeit gibt, aus dieser Krise wieder herauszufinden, ist eine Annahme und eine Akzeptanz dieser Unerhörtheit. Kann ich wahnsinnig empfehlen. Es ist wirklich ein grandioses Buch, auf das ich sehr stolz bin, dass wir es herausgebracht haben.